you don't believe us, just watch. Late night, I go. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Kanalvorstellung auf meinem Kanal. Heute sind wir beim Ultimate Cubex. Ich hoffe, das wird so richtig ausgesprochen. Zu Gast 519 Abonnenten, 91.535 Aufrufe und er ist seit dem 15.06.2010. 2010 schon mit dabei. Hohe Stimme wieder aktiv. Heißt also, er ist schon ein Jahr länger als ich mit dabei. Seit 6 Jahren tut er sich das hier schon an. Ich meine, am Anfang seiner Karriere wird es noch ein bisschen schöner gewesen sein, weil YouTube da noch nicht ganz so, ja, ich sag's mal vorsichtig, scheiße war wie jetzt, aber naja, ihr kennt das ja, wie YouTube heute geworden ist, aber auf jeden Fall Respekt, dass du schon seit 6 Jahren mit dabei bist, also schafft nicht jeder, das freut mich. Also, Beschreibung, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, ich heiße Cubex und versuche aus Spielen, die mir Spaß machen, einen Let's Play Kanal auf die Beine zu stellen. Bei mir findet ihr ausschließlich Let's Plays, wobei mein Hauptaugenmerk vor allem bei Retro Games liegt. Meist Titel, die aus den 80ern und 90ern stammen. Als Kontrastprogramm gibt es jederzeit aktuellere Titel, die von mir live über YouTube gestreamt werden. Kein Twitch nochmal, ne? Steht ja hier auf YouTube gestreamt und nicht auf Twitch. Für einen aktuellen Überblick gibt es jeden Monat mindestens ein Ankündigungsvideo, in welchem ich den Uploadplan sowie bevorstehende Projekte verkünde. Auch finden sich in diesen Ankündigungen meist Abstimmungen, bei denen ihr für kommende Let's Plays eure Stimme vergeben könnt. Ich wünsche mir eine reife Community, die sich benehmen kann und werde bei Flames, Spoilern und unpassendem Verhalten entsprechende User blockieren. Vielen Dank für deine Kenntnisnahme. Viel Spaß bei meinen Videos. Liebe Grüße, Cubex. Er kommt aus Österreich. Er ist wirklich eine sehr schöne Beschreibung. Man weiß, was er macht, wer er ist. Und ich finde es auch gut, dass du die Community mit einbeziehst. Hast du ja auch hier geschrieben, dass du in diesen Ankündigungen auch vielleicht oder meist halt Abstimmungen hast, bei denen die Zuschauer halt mitbestimmen können, was für Let's Plays kommen. Das heißt, die Zuschauer dürfen auch mitbestimmen. Ja, hast du ja geschrieben, was hier erscheint auf dem Kanal. Finde ich auf jeden Fall sehr gut und auch sehr wichtig, dass man auf seine Community eingeht, dass man Kontakt hält und so weiter und so fort. Also, hast du schon mal gut gemacht. Jetzt schauen wir mal, was er für Videos macht. Und er hat zurzeit Zelda Ocarina of Time. Das ist ja eins meiner Lieblingsspiele auf dem N64. Ich denke mal, das werde ich auch bei ihm hier verfolgen. Wie gesagt, das ist für mich der Klassiker für den N64. Mein Lieblingsspiel auch für den N64. Und ja, auf jeden Fall, wer es noch nicht gesehen hat oder wer das Spiel überhaupt noch nicht kennt, schaut es auf jeden Fall. Es lohnt sich wirklich. Vor einer Woche hat er dann, wie gesagt, Meat Boy, Super Meat Boy, live gestreamt. Also es gibt ja auch Projekte, die er live streamt, aber nur die neueren Titel, also die etwas aktuelleren Titel. Super Meat Boy zum Beispiel hat er mal gelivestreamt, hat er noch irgendein Spiel gelivestreamt. Hier, Badland zum Beispiel hat er vor einem Monat mal gestreamt. Und ja, wie gesagt, man sieht Super Mario, das was er halt gesagt hat, er versucht sich wirklich auf Retro-Games zu spezialisieren, die Spiele aus den 80ern, 90ern und so weiter und so fort. Und die aktuelleren Spiele, das sieht man hier in den Thumbnails ganz gut, die wird er dann live streamen auf YouTube, nicht auf Twitch. Ja, und ansonsten denke ich mal, von den Aufrufzahlen her kannst du doch auch ganz zufrieden sein, 519 Abonnenten in 6 Jahren. Klar, da gibt es viele, die dann sagen, du machst trotzdem immer noch YouTube oder warum hast du so wenig Abonnenten. Ich sag mal, man braucht einfach ein bisschen Glück heutzutage. Man braucht einfach heutzutage ein bisschen Glück, dass man halt so ein bisschen gepusht wird und so weiter und so fort. Die Hauptsache ist aber, und das ist ja bei ihm der Fall, dass er Spaß macht. Ansonsten würde er nicht schon seit 6 Jahren hier mit dabei sein. Und da ziehe ich wirklich meinen Hut vor so Leuten, die wirklich schon sehr lange mit dabei sind. Er gehört noch so zum alten Eisen, sag ich jetzt einfach mal, ne? Auf YouTube hat schon früh damit begonnen und ist jetzt immer noch mit dabei. Sehr schön. Also, ich wünsche dir weiterhin viel Glück und viel Spaß auf YouTube. Ich werde auf jeden Fall dein Zelda-Let's Play mal aktiv verfolgen, weil ich schaue das Spiel, wie gesagt, oder ich spiele das Spiel sehr gerne. Ich schaue es auch sehr gerne von anderen Leuten und deswegen werde ich da mal beim ein oder anderen Part vorbeischauen. So, und falls ihr euch bewerben wollt für eine Kanalvorstellung, schaut unten in die Videobeschreibung rein und macht das, was dort steht. Steht schwarz auf weiß, auch auf Deutsch, schön verständlich, glaube ich, und hoffentlich. Und dann, ja, werdet ihr auf eine Liste kommen, die in meinem Kanalbanner ist, da könnt ihr immer sehen, wie der Stand der Dinge ist zu eurer Kanalvorstellung und dann, ja, dann werdet ihr da auch irgendwann vorgestellt. Also macht's gut, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, bis dahin und ciao! Hallo und willkommen auf meinem Kanal, toll, dass du hergefunden hast. Ich bin Cubex und das ist mein YouTube-Kanal Ultimate Cubex. Ich komme aus Österreich, das ist da und mache Let's Plays.
Mittlerweile gibt es schon über 250 Videos bei mir und es kommt regelmäßig was Neues dazu. Ich spiele zwar extrem gern Retro-Spiele, es ist aber auch immer irgendwas Aktuelles dabei. Bei mir gibt's Livestreams. Da gehen wir jetzt hin. Hallo? Gratis Lollis! Gratis Lollis! Gratis Lollis! Ja, das kommt super an. Together-Projekte. Oh mein Gott. Es sah aber cool aus. Wo? Im Lager hinten. Was? So, ich hab Mondrake oder so. Alter! Ich gebe auch sagen. Hätte ich ihm jetzt aber auch sagen können. Was? Und gelegentlich werde ich auch für Abstimmungen sorgen, damit ihr mitentscheiden könnt, worauf ihr am meisten Lust habt. Wenn du Interesse an meinem Content hast, lass mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über jedes einzelne. Viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao.